etwas hinterher. Ich möchte heute endlich meine 700 Abonnenten mit euch feiern. Ja, ich freue mich total. Ich möchte das Ganze natürlich wieder mit einem Gewinnspiel feiern, so wie immer. Vorweg möchte ich mich aber erstmal bedanken an jeden einzelnen Abonnenten, der meine Videos schaut, liked und kommentiert, und an die ganzen, ja, lieben Menschen, die ich jetzt schon wieder kennengelernt habe. Es macht wirklich mega viel Spaß mit euch und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr auf dieses Gewinnspiel. Ja, ich glaube, ich fange direkt an, bevor ich jetzt hier noch lange schnacke. Österreich und Co. kann wieder gerne mitmachen. Dazu sage ich gleich noch mehr. Wir kommen jetzt erstmal zu dem ersten Gewinn. Und das ist einmal diese Goodie Bag, die ich gebastelt habe. Habe ich euch ja schon gezeigt. Und ja, die soll jetzt als erster Gewinn weggehen. Und ich habe die jetzt schon so schön gepackt. Deswegen zeige ich euch jetzt nur mal so grob, was da drin ist. Also hier ist eine kleine Süßigkeit drinne. Übrigens, das Gewinnspiel steht im Thema Ostern, falls es noch nicht zu erkennen war. Also wird hier eine kleine Ostersüßigkeit drin sein. Lasst euch mal ein bisschen überraschen. Hier vorne habe ich zwei Clear Stamps drin. Einmal diesen Koala-Bären und einmal Happy Easter. Ja, es ist reduziert. Da mache ich kein Geheimnis draus. Ihr wisst sowieso, zu welchen Preisen ich die ganzen Dinge eingekauft habe. Wer damit ein Problem hat, ja, tut mir eigentlich nicht leid, ihr dürft halt einfach nicht mitmachen. So, genau. Dann haben wir hier oben einen Bleistift, einen Kugelschreiber, ein kleines Notizheft, eine neue Stanze, eine Blumenstanze. Dann hier, unschwer zu erkennen, ein Stempelkissen-Set. Und hier hängen noch zwei Hasen dran, Türschmuck, wie auch immer. Die habe ich hier mal mit der Klammer festgemacht, nicht, dass die da zu weit reinrutschen. Ja, das Ganze hat ja noch eine Rückseite. Und da habe ich diese Packung mit Text drinne, dann einmal diese Halbperlen zum Aufkleben. Habe ich gerade ganz frisch im Action gekauft, ja. Und einen Block, den ich bei Woolworth ergattert habe, mit Meerjungfrauen, Muscheln und ja, das ganze Meeresgedöns. Ja, das wäre einmal der erste Preis. Und dann kommen wir auch direkt zum zweiten Preis, also zweiter Platz. Es wird zwei Preise geben. Das ist dann das kleinere Goodie Bag. Und das soll auch oder kann auch wieder nach Österreich gehen. Ihr wisst ja, der Versand nach Österreich ist schweineteuer, aber ich möchte die ja, aus anderen Ländern nicht ausgrenzen. Deswegen habe ich mir jetzt wieder überlegt, ich mache den zweiten Preis wieder für die Österreicher. Das wird dann wieder so sein. Ihr schreibt dann in die Kommentare bitte mit rein, wenn ihr aus Österreich seid. Dann schreibe ich mir das mit auf die Loszettel auf und sobald ich den ersten aus Österreich oder wo auch immer ihr herkommt ziehe, bekommt er direkt das zweite Goodie Bag oder eben es bleibt dann halt in Deutschland. Aber ich möchte euch natürlich auch die Chance im Ausland geben, hier mitzumachen, weil ihr guckt meine Videos und dann könnt ihr natürlich auch mitgewinnen, ne? So, hier haben wir auch wieder eine Ostersüßigkeit drin, ein Bleistift, auch wieder die beiden Clear Stamps, den Koala, Happy Easter, eine Gesichtsmaske, ein Kugelschreiber, ein Notizheft. Uiuiui, ich habe das gut gestopft. Eine neue Stanze, auch mit einer Blume. Ich möchte das jetzt gar nicht so rausruppen. Und ein Set mit diesen Steinchen. Hier oben ist auch ein Osteranhänger. Ebenfalls ein Designblock mit den Meerjungfrauen und hast du nicht gesehen. Und einmal Glitzerkleber. Ja, auch reduziert. Also wie gesagt, wer sich daran stört, darf einfach nicht mitmachen. So einfach ist es. Nur weil es reduziert ist, ist es ja nicht schlecht. Ja, genau. So, dieses Ding hat keine Rückseite. Und ja,
Das sind die beiden Gewinne, die ich euch ganz gerne schenken möchte, verlosen möchte. Und ja, gibt's noch was zu sagen? Eigentlich nicht, außer dass ich mich jetzt auf eure Kommentare freue. Ihr wisst, ihr müsst einmal in der Infobox die Teilnahmebedingungen lesen und verstehen und wie auch immer. Sobald ihr teilnimmt, erklärt ihr euch einverstanden mit diesen Teilnahmebedingungen, auch mit den Teilnahmebedingungen von YouTube. Ja, genau. Also wie gesagt, guckt da einmal rein in die Infobox-Beschreibung und dann könnt ihr sehr gerne teilnehmen mit dem Hashtag 700. Ja, wir nehmen den Hashtag 700 und lesen uns dann in den Kommentaren wieder. Und dann, achso, das Ganze läuft eine Woche, wie immer. Dann kriegt ihr das noch pünktlich zu Ostern und dann habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Legt los, haut in die Tasten und macht gerne mit. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!